echten Popöchen. Ich habe noch eine Tauschpost bekommen, und zwar von der total durchgeknallten Melli von Crazy Family Fun. Crazy Family? Ja, ist richtig. Crazy Family Fun. Das arme Huhn ist voll erkältet. An dieser Stelle erstmal gute Besserung, du Arme. Du hast dich ja ganz schrecklich angehört in deinem letzten Video. Mann, das tat mir so leid. Aber ich kann dich auch so gut verstehen, dass egal wie krank man ist, man trotzdem das Päckchen unbedingt auspacken will. Ja, wir Bastler sind schon echt bescheuert. So, also, wir haben einen Tausch ausgemacht. Schon vor, keine Ahnung, vor meinem Umzug schon. Weil ich nämlich bei ihr eine in einem Video total tolle Wolle gesehen hatte, die sie im Teddy oder so ergattern konnte. Und unser Teddy hatte die nicht, und dann habe ich sie gebeten, ob sie mir wohl ein oder zwei Knäuel von dieser Wolle mitbringen könnte. Und ja, dann wollten wir halt tauschen. So, und jetzt habe ich ihr Päckchen, ja, Päckchen ist mal wieder untertrieben, ne? Ein Riesenpaket bekommen. Und zuallererst ist mir diese Post in die Hand gefallen, und ich liebe diesen Paperpop. Ich finde den mega geil. Ich mag es ja. Man kann nicht sagen, ich mag es eher schlicht. Ich finde es auch cool, wenn manche so total überladen. Aber ich selber kann das nicht mit diesem Überladen. Und ich finde den richtig schön. Ich finde das toll, dass das so stimmig ist. So, also. Lang rumgequatscht. Oh, ich sehe schon was. Ich finde den geil. Ich habe einen Stempel von dem. Oh, der ist so geil. Candy. Wishing you the best frightful spooky night. Richtig geil. Ich spring's mal eben rein. Oh ja. Voll schön geworden. Hast du richtig schön gemacht. Die finde ich ganz toll, die Karte. Kann ich zeigen. Es scheint angekommen zu sein, dass ich auf dieses Pummel-Einhorn abfahre. Hier ist es jetzt, also es ist von Pummel and Friends, und hier ist es eine Einhornkatze, die ist hier. Geil. Mit Regenbogenzunge und Regenbogenschwanz. Sie schreibt: Liebe Mareike, hier kommt nun endlich dein Tauschpäckchen. Was du nicht gebrauchen kannst, einfach weitergeben. Jawohl. Viel Spaß beim Auspacken, liebe Grüße, Melli. Habe ich ausparken gesagt? Auspacken natürlich. Die finde ich richtig geil, die Karte. Gefällt mir voll gut. Und der ist so schön. Ach, der ist bei dir auch viel mehr unter Spannung als die, die ich so mache. Ich muss das mal nachmessen. Ich finde das richtig gut. Meine werden immer irgendwie, ja, anders halt. So. Wenn ich in das große Paket reingucke, dann sehe ich als erstes diese ganzen Servietten. Die liebe ich ja. Die finde ich total gut. So. Einen Augenblick. Ich muss mal eben die ganzen Servietten hier abdecken. Oh, da ist der nächste Paperpop. Okay. Boah, hallo, ist das schwer. Okay. Moment. Ah, hier verzieht sich was. Kleinen Augenblick. Der ist cool. Moment, da habe ich, glaube ich, was abgezogen. So. Noch so ein schöner. Wo hast denn du diese Strohhalme her? Ja, ich habe es in dem anderen Video eben schon gesagt. Bei uns im Action gibt es keine Strohhalme mehr. Und ich brauche doch so dringend welche. Wenn also jemand noch an Strohhalme rankommt, wäre ich sehr dankbar. Was für ein geiles Washi ist das denn? Das ist ja geil. Voll süß. Und noch so ein schöner Paperpop. Oh. Hast du dafür eine Stanze für dieses Teilchen hier? Ja, guck. Wie klebst du das denn fest? Ich mache das immer mit diesem Foam Tape, aber bei dir ist das viel flacher als bei mir. Super schön. Ich glaube, ich werde mir mal ein Glas anlegen, wo ich diese schönen Paper Pops so reinstellen kann. Ah, da ist sie drin, die Wolle. Viel Spaß beim Häkeln. Oh ja, werde ich haben. Ha. So, Moment. Ein bisschen umorganisiert das Ganze hier, aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. So. Oh, voll schwer. Ja, es war ja auch sehr dicke Wolle, ne? Winterwolle. Ach du Jeckes Huhn, 4 Knäuel? Geil. Da ist sie.
Boah, die ist so schön. Und da ich meinen Kindern ja jedes Jahr aufs neue Mützen und Schals und so weiter häkel. Boah, die ist toll, die ist so schön. Oh, da freue ich mich drauf. Diese Farben sind einfach der Hammer. Ja, 10er Nadel ist vorgeschlagen. Na, wie viel Meter hat sie denn? Da 80 Meter auf 100 Gramm, also 40 Meter auf 50 Gramm. Dann wisst ihr jetzt, wie dick die ist. Super geil. Oh, ich liebe sie. Danke. Die ist so schön. Oh, da freue ich mich voll drauf. Ha, mal gucken, ob es wieder Zipfelmützen gibt. Ich weiß es noch gar nicht, welchen Stil sie dieses Jahr kriegen. So, dann schauen wir mal weiter hier. Da sind so Tütchen. Okay, für Emilia. Das packe ich jetzt noch nicht aus, aber ich spinse mal ein bisschen so rein. Oh, cooles Band. Da kann ich so nichts sehen. Okay, das lasse ich sie alleine auspacken. Dann zeige ich euch das hinterher. Dann mache ich Fotos davon und zeige euch das bei Instagram. Oder mache noch mal ein extra Video. Ich nehme an, das wird dann ja für Marlene sein. Moment, die kann ich aber eben holen. Einen Augenblick. So, ich habe mir Marlene dazu geholt und Marlene darf jetzt das Päckchen Hallo. selber auspacken. So. Hier sehe ich schon etwas. Ui, okay, so geht's auch. Ist egal. Ein bisschen hier so Was in der ist Kamera das? bleiben, weiß ich nicht. Zeig mal. Ich brauche ein Messer. Hier so lang rutschen, bitte. Okay, warte, das mache ich. Ah, ich kann lesen und du nicht. Ich weiß, was es ist. Aber bitte nicht Nein, sagen. ich verrate es nicht. Ich sage es dir nicht. Warte, ich mache es eben ganz vorsichtig auf. Marlene liebt nämlich Überraschungen. Ja, ich So, ich liebe glaube, jetzt kannst Überraschungen. du es aufreißen. So. Au. Muss ich noch mehr aufschneiden? Nope. Doch, ich glaube schon. Ah, jetzt klappt's. Ich bin stark. Ja. Auch nur, ich hab schon so eins. Ah, sie zeigt dir hier drauf. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann kannst du ja mit Emilia einfach. Ich brauche hier noch einen Schnitt. Ja, tauschen. Ist das schlimm, dass du das schon hast? Diese Einhornlampe? Nö, ist nicht so Dann nehme schlimm. ich sie, wenn du sie nicht willst. Okay. Oh, ich hab die Elsa drin. Weißt du, was das ist? Nö, ein Ein Rad Radiergummi. Ja, genau. Ich brauche einmal ein Messer hier. Ja, darf ich dir helfen? Mach kurz. Nee, schau mal, das kann man nämlich meistens so ein. Meistens Eine so, Schere? hab schon, einreißen. Ich muss. Ja, ich lasse dich das ganz alleine machen, Ich keine Bange. mach das vor der Kamera. Ja. Guck mal, geh mal hier hin, da wo diese Flecken hier sind. Da kann man das immer gut sehen, so. Also so ist sie schon ein bisschen zusammengebaut. Ich glaube, das ist ein Haarreifen. Ja, ist es. Ah. Das ist voll neu und cool. Klappt es? Ja, jetzt Ich ist es habe dran. irgendwie gewusst, dass das hier ist. Ach so. Passt noch nicht so ganz. So. Ja. Toller Oh. Radiergummi. Der Haarreifen will nicht so, ne? Ich glaube, das ist gar nicht Elsa. Ich glaube, das ist Cinderella. Ja, ist es auch. Ach so. Weiß ich. Das ist wie bei dir, ne? Wenn du Haarreifen auf hast, dann fallen die auch immer runter. Ja. Darf ich es einmal richtig Ja, zeigen? das. Voll süß. Guckt mal. Die kleine Boah, die hat aber Cinderella. auch schwere Haare, mein lieber Scholli. So. Jetzt packe ich das hier Ja, warte, dann schiebe ich das andere zur Seite. auf. Das Band will ich behalten, also ein Ja. bisschen hier unten aufschneiden. Nein, ich schneide, dann schneide ich dich. Wenn du das Band behalten willst, mache ich die Schleife so auf. Danke, Ich Mama. ziehe das ab und mache den Knoten auf. Währenddessen kannst du die Tüte auspacken. Was da wohl alles drin? Die Tüte ist voll schön. Die behalte ich auch. Ja. Och nö, die mag ich nicht. Ach, Melli, das tut mir voll leid. Gummibärchen. Gummibärchen habe ich gesehen. Darf ich denn dann das Auge haben?
Ist denn das mit der Füllung? Ja, ist es. Bist du sicher? Das ist mit der Füllung. Und das ist noch deins. Okay, ich krieg die Augen. Boah, ganz viele Gummibärchen. Das magst du doch, oder? Mhm. Ach, Glück gehabt. Mein Auge. Ich guck immer. Ja. Und ich teile. Es gibt nur noch Gummibärchen da drin, Mama. Ja, super, oder? Mhm. Dann tausche ich. Ich kann den nachher. Ich tausche deine Augen gegen Lollis. Mhm, danke. Okay. Habe ich noch was? Nein, das war's. Ah. Das alles nehme ich jetzt mal mit. Das ist alles nur für dich. Guck mal. Hier. Die Tüte darfst du hier zeigen noch. Die darf ich noch zeigen? Okay, guck mal. Eine süße Katze auf einem Kürbis. Richtig niedlich. Dann pack doch mal deine süßen Sachen da wieder rein. Okay. Und aber eine Tüte will ich schon aufessen. Ja, klar. Eine Tüte, Blaubeerbrot. Eine Tüte. Bedankst du dich noch? Danke. Genau, mit der Hand. So, super. So, es kann sein, dass das Video jetzt ein bisschen zerhackstückelt ist davor, weil meine süße Maus sich nämlich beim Bedanken hier unter die Kamera bewegt hat mit ihrem Kopf und in die Kamera gucken wollte, um Danke zu sagen. Das werde ich natürlich rausschneiden. So, dann kommen wir zum nächsten Paket. Geiles Geschenkpapier. Finde ich richtig schön. Und ich meine, es hat auch mal, hat es nicht mal Sticker gegeben, die so aussehen oder aussahen? Ich weiß nicht, ob vom Action oder von sonst wo, aber ich meine, es hat mal genau solche Meerjungfrauen Sticker gegeben. Und der ist ja super cool. Sticker-Alarm! Okay, da bin ich ja mal gespannt. Oh. Das ist echt schön, das Papier. So, na komm schon. Okay. Boah. Oh, wie geil. Die hat es bei uns nie gegeben. Voll schön. Oh, die kommen genau zur rechten Zeit. Ich muss nämlich ein bisschen was mit Täubchen bald basteln. Ja, Prinzessinnen-Sticker. Die werde ich an meine Mädels auch weiterreichen. Ich finde die zwar super schön, aber ich weiß die nicht zu verbasteln. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Die sind so niedlich, ne? Ich liebe Disney, echt. Ich weiß nur nicht, was ich damit basteln könnte. Voll schön. Ja, Minnie Maus. Minnie Maus ist... Oh, die ist so süß. Oh, die sind voll niedlich. Oh, guck mal, und hinten drauf immer so ein großes Ausmalbild. Wie schön. Die werde ich mir ausschneiden. Die verbastel ich. Boah. Voll cool. Habe ich auch noch nie gesehen. Die sind richtig schön. Oh. Metallisch. Voll toll. Ui. Ist ja süß. Ich flüster schon wieder voll. Oh, voll viel hast du mir hier eingepackt. Ah, Meerjungfrauen. Ja, die liebe ich. Die sind so toll. Die habe ich schon mal irgendwann eingegossen. Ich glaube, ein so ein großes Teil habe ich mal gemacht hier mit so einem Seepferdchen dabei. So ein Kaffee-Dings, Tassenuntersetzer. Die finde ich voll schön. Vor allen Dingen sind die sind schön. Ja, das. Die sind nicht epoxiert, aber die sind halt sehr, sehr starr in sich und lassen sich richtig gut eingießen, weil die sich eben nicht wellen. Super geil. Oh, ach, wie süß. Dinos. Der ist ja niedlich. Die habe ich auch noch nie gesehen. Davon kenne ich nur die Prinzessin. Spuckt der? Ich glaube, der soll fressen, oder? Für mich sieht das aus, als ob der kotzt. Finde ich geil. Oh, schön. Danke. Ja. Tinkerbell. Das ist richtig cool. Ich habe meinen Kindern nämlich Leuchtesterne an die Wand gepackt. Und da kann man auch noch mal eben so eine Tinkerbell dazwischen setzen. Vor allen Dingen leuchten die wirklich. Es hat mal welche gegeben, die nicht leuchten. Ja, ich kann es euch nicht zeigen. Dafür ist es hier zu hell. Moment. Nee.
Aber die sind richtig schön. Oh, die finde ich toll. Cool, richtig cool. Danke, danke. Du hast auch immer so ein Glück, ne? Bei uns machen die das nicht. Oh, geil. Voll die Sticker. Und so viele. Du hast noch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, nee, ist klar. Oh, danke schön. Nur Wolle. Oh, was ist das denn? Für alle. Ich weiß, was es ist. Woher weißt du, dass wir das mögen? Habe ich das irgendwann mal gesagt? Wenn ich jetzt gleich rübergehe in den anderen Kellerraum, wo mein Mann und meine Tochter sind und denen zeige, was ich da bekommen habe, sind die in 0, nichts weg. Da stehen wir total drauf. Die werden bei uns inhaliert. Wie heißen die denn nochmal? Diese salzigen Kekse, diese kleinen Salzcracker-Dings da aus dem Action. Ja, genau, Minimix. Ah, die sind so lecker. Boah, ich liebe die. Ah, geil, danke schön für alle. Ja, ich teile. Ganz lieb. Ich bin ganz artig. Okay. Kessel sind cool. Die mache ich mir alle ab, die Text. Ich finde die voll schön. Dies und das. Okay. Ah, da springt es schon auf. Na. Ach nein, wie geil. Oh, cool. Okay, fangen wir damit an. Was ist denn das für ein süßes Viech? Ist das ein rosa Monster? Nein, ein weißes Monster auf rosa Hintergrund? Ich erkenne es nicht. Verdammt. Aber es sieht niedlich aus. Und da einmal mit Sternen und da. Was ist das? So Federspitzen oder einfach nur so Dreiecksmuster? Auf jeden Fall sehr hübsch. Ja, rosa mag ich ja sowieso, ist ja auch unschwer bei mir zu erkennen. Sehr schön. Oh ja. Ach so. Ja, so rum erkenne ich es auch. So rum könnte es ein Monsterchen sein, ne? Da, so rum ist es ein Teddybärkopf. Sehr süß. Ganz zauberhaft. Total niedlich. Und da freue ich mich ja tierisch drüber. Ich habe davon noch gar nichts und ich wollte die so gerne mal ausprobieren, ob die wirklich so mega toll sind. Kann man die? Gibt es ein Öffnungsprinzip? Nein. Cool. Crystal Drops. Oh, wie geil. Und so eine ganz feine Spitze. Muss ich die noch aufschneiden? Nee, ne? Kommt so schon raus, oder? Ja, kommt so schon raus. Boah, super geil. Ich danke dir. Boah, mega. In Rosa und in Türkis. Also besser ging es ja schon gar nicht mehr. Boah, voll cool, danke. Jetzt kann ich die endlich mal testen und ich befürchte, danach werde ich mich tot kaufen. Oh, voll schön. Oh, richtig geil. Du bist immer so lieb zu mir, verdammte Hacke. Jetzt muss ich mir noch richtig was einfallen lassen für dich. Wobei, ich habe schon eine richtig geile Idee, aber es ist noch nicht fertig. Ja, wart's bloß ab. Nuvo Drops, Nuvo Drops, jetzt habe ich Nuvo Drops. Und sind das Halbperlen? Ja, ne? Ich glaube ja. Richtig schön, glitzern voll toll in Rot und in Grün. Zum Eingießen oder zum Draufkleben? Ne, sind keine Halbperlen, oder? Nee. Die kann ich nur. Ach, die kann ich in Shaker reinmachen. Die kann ich nicht aufkleben, weil die unten eine Spitze haben. Aber.
als Shaker-Zeuges. Sag schnell, Inhalt. Wie nennt man das denn? Warum weiß ich das denn jetzt nicht? Ihr wisst schon, was ich meine. In einen Shaker rein. So, richtig schön. Ja, oh, wie geil. Ach, cool, von jedem eins. Oh, das finde ich toll. Ach, schön. Ich habe nämlich nur den von Mickey Maus. Wie geil. Ach, so ganz zart, ne? Mini, Pooh und Tinkerbell. Ihr seht das gar nicht richtig, ne? Oh, die sind voll schön. Dankeschön. Das finde ich richtig cool. Dies und das schreibt sie. Happy Holidays. Ach, ist das ein Teddy? Ich erkenne das gar nicht. Nee, es ist eine Katze, oder? Soll das eine Katze sein oder ein Teddy? Das ist doch eine Katze, oder? Auf jeden Fall, ja klar ist das eine Katze. So eine Sherlock Holmes Katze mit, hier, Mäuschen. Süß. Mit den Hosenträgern, voll cool. Ich bin echt ein Blindfisch, ne? Ich kann das Mäuschen kaum erkennen. Das ist doch eine Puppe, oder? Die hat er doch... Ach, da ist seine Hand. Jetzt raff ich's, ja. Eine Mäusepuppe. Voll putzig. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das Gesicht zu erkennen. Ich habe es nämlich nicht gerafft, dass hier beide Augen sind. Ja, irgendwie bin ich ein Blindfisch. Scrapberries. Kenne ich nicht. Okay. Wird anscheinend Zeit, das mal kennenzulernen. Ah, Wassermelone. Yay. Ach, wie süß. Ein Wassermelonen-Mini-Notebook. Cool. Die Bücher kann man irgendwie nie genug haben, oder? Ich habe so viele Bücher, in die ich ständig was reinschreibe. Oh, mit diesem Glitzer, wie schön. Ach, ja, geil. Mit Trenner, finde ich auch richtig gut. Süß, dankeschön. Dies und das. Und dann so tolle Sachen, danke. Ich krieg's nicht eingepackt, lasse ich jetzt auch sein. Oh, die Nuvo-Drops sind ja echt, oh, da komme ich nicht drüber weg. Da freue ich mich jetzt so drauf, die einzusetzen und zu gucken, ob die wirklich so erhaben bleiben, wie so Halbperlen quasi. Kann man die auch auf Harzteile machen? Halten die da drauf? Weißt du das? Hast du das schon ausprobiert? Okay. Jetzt haben wir hier noch 4 kleine Päckchen. Und alle mit so süßen Tags. Da ist auch noch eins. Ah, selbstgemacht 2, selbstgemacht 1, selbstgemacht 3. Für die Sammlung oder so. Dann machen wir erst für die Sammlung oder so auf. Welche Sammlung denn? Oh, sind das? Es hört sich metallisch an. Was könnten das denn sein? Metallisch. Charms, Metallteile, haha, metallisch. Lünetten, Ketten. Boah. Oh, wie geil. Planaren. Und weiß ich nicht. Gegossene Katzen? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Erst die. Ach du meine Güte. Boah, so viele. Wie geil. Oh nein, wie süß. Oh Gott, ist der putzig. Ein ohne Zahn mit Fisch. Oh, voll schön. Ohne Zahn und der Tagschatten. Oh. Und Bambi und Klopfer und... Wie heißt die denn dann noch? Blume oder so? Habe ich vergessen. Oh, Kapp und Kappa. Ach, wie cool. Die Geschichte von Kapp und Kappa habe ich damals auf Schallplatte gehabt als Kind. Und ich habe sie so geliebt. Schallplatte, ja, das kennen die Kinder heute nicht mehr. Oh, und ein Halloween-Kätzchen, wie süß. Oh, die sind voll toll. Oh, ein zweites Halloween-Kätzchen, cool. Oh, und da auch ein zweites. Oh, das ist geil. Danke, dass du mir 2 davon geschickt hast. Ja, da auch ein zweites. Yay. Oh, die ist sehr süß. Was steht da drauf? Donation? Donatina? Ich habe keine Ahnung, aber sie ist niedlich. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Donuts? Nee, Donatina steht da, oder?
Mein Gott. So, jetzt reicht's, Brille her. Verdammte Hacke, damit kann ich es auch nicht lesen. Ach Mensch, Donatina, ne? Ja, Donatina. Ich kenne die nicht, aber die ist echt süß. Kenne ich auch nicht. Doch, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Das ist das Grinsen von der hier Cheshire Cat aus Alice, ne? Aber das ist sie ja gar nicht. Okay, kenne ich nicht. Schlumpfine. Schlumpfine ist natürlich der Oberhammer. Boah, ist die süß. Habe ich als Kind schon geliebt. Oh, ab durch die Hecke. Oh, wie geil. Ist doch ab durch die Hecke, oder? Klar, mit dem Fuchs und dem Hasen. Ja, voll geil. Aus Aristocats, aber ich weiß nicht, wie sie heißt, wie er heißt. Nee, Oliver. Das ist Oliver, glaube ich, ne? Von Oliver und Co. Oh, Faultiere. Oh mein Gott. Boah, die sind so süß. Oh, Mama und Dumbo. Boah, hast du viele Planaren. Und dann schenkst du mir so viele. Das ist mega lieb von dir. Ich danke dir. Für die Sammlung oder so. Voll süß. Ah, da nochmal. Das ist doch Oliver, oder? Ich glaube schon. Oliver und Co. oder so, ne? Ah, hier haben wir nochmal Bambi, Blume und Klopfer. Ach, wie süß. Snoopy kenne ich, aber die Troller daneben kenne ich nicht. Das ist ja niedlich. Ich wusste gar nicht, dass der irgendwann eine Freundin hat. Ach, wie putzig. Oh ja, einmal alle Prinzessinnen. Erkenne ich gar nicht alle. Ariel, Schneewittchen, Belle, Rapunzel. Erkenne ich nicht, erkenne ich nicht. Doch, das ist Mulan. Ah, geil. Miles von Morgen stehen meine Kinder total drauf. Und nochmal Schlümpfe, wie cool. Boah, was du alles für Planaren hast, das ist ja unglaublich. Wo hast du die alle her? Hast du dir so eine, also hast du dir die alle einzeln gekauft oder hast du dir irgendwo so ein Konvolut oder so aufgekauft? Voll cool, da freue ich mich riesig drüber. Mega. Die Tütchen sind auch süß. Happy Halloween. Und da. Ah. Oh, schön. Die sind ja toll. Oh, wie die glitzern. Voll schön. Die sind richtig schön. Oh, geil. Auch wieder so ein süßes Tütchen. Voll schön die Blätter. Ach du meine Güte. Wow. Und dann noch mal einer in klein. Und noch einer. Und noch einer. Moment. Was sind das? Wie heißen die? Das sind Wale, ne? Aber was für Wale? Wie heißen die noch mal mit diesem Höcker oben drauf? Ich habe keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein. Aber die sind süß. Die sind richtig niedlich. Die könnte man auch in so einen großen Rahmen kleben. In so einen großen Harzrahmen. Oh, die Katzen. Wie cool sind die denn? Moment. Ja, die gebe ich nicht her. Die kommen auf jeden Fall in die Sammlung. Meine Sammlung ist sehr überschaubar. Aber die gebe ich niemals her. Die sind ja voll süß. Oh, cool. Huch, da hat sich noch einer verdünnisiert. Und was ist das? Sind das, wie heißen die? Sind das Cabochons? Ja, ne? So Mini-Cabochons. Da sind Schmetterlinge. Das erkenne ich nicht. Ach, sind nur Muster, oder? Sind das Muster?
Winzig klein, aber richtig schön. Aber was macht man damit? Kann man die auch in solche Fassungen reinpacken? Ich meine, ansonsten würde ich damit auch irgendwie Harzteile oder sowas verzieren, aber nicht, dass du jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, um Gottes Willen, Mareike, nee, so nicht. Da ist ein Schmitti, das erkenne ich noch. Da sind, glaube ich, Blümchen drauf. Ey, so blind bin ich doch gar nicht. Also sie sind schön, sie gefallen mir, aber du müsstest mir mal einmal sagen, bitte, was man damit am besten anstellt. Ui, oder was man auf gar keinen Fall damit anstellen sollte. Vielleicht ist das schlauer. Oh, was für ein Mini-Tütchen, süß. Okay, alles wieder rein. Wie heißen die denn nochmal? Warum komme ich denn da nicht drauf, Mensch? Die Blätter gefallen mir auch richtig gut. Finde ich voll schön, wie die so glitzern und funkeln. So. Kommen wir zu selbstgemacht Nummer 1. Na, hahaha. Ich weiß, was es ist. Ein Magnet. Ich denke gerade, warum will mein Messer nicht so wie ich? Ach Mensch, jetzt geh da weg. Hör auf damit. Ich kann das nicht aufschneiden, Melli. Das Messer bleibt immer kleben. Boah, ein Riesenmagnet. Ey, das gibt's doch gar nicht. So ein winzig kleiner Magnet mit so einer Haltekraft. Unglaublich. Okay. Wo hast du die Magnete her? Schreibst du mir das einmal? Die scheinen ja wirklich gut zu halten. Ach, guck mal, es ist rosa. Ach, wie süß. Ach nein, wie niedlich. Boah, ist das schön. Oh, das ist auch so ein wie ist der Singular? Eine Planare. Voll schön. Und so rosa und so Glitzer. Und genau meins. Boah, danke schön. Voll niedlich. Magst du eigentlich auch Einhörner? Ich glaube ja, ne? Du magst nicht nur Halloween, sondern du magst auch so ein paar süße Sachen. Oh, wie niedlich. Boah, das ist voll schön. Der Glitter hier drin ist richtig schön. Gefällt mir voll gut. Es kommt hier erstmal an meinen Wagen dran. Oh ja, das hält richtig gut. Und dann, wenn ich irgendwann mal hier fertig ausgebaut habe in meinem Reich und alle Regale dran stehen und alles angeschraubt ist, dann suche ich mir eine Magnetwand und dann kommen da alle meine Magneten dran. Selbstgemacht Nummer 2. Nein, kein Magnet. So. Wohl Magnet. Steigt. Ach, wie süß. Oh nein, die sind ja niedlich. Ich habe die, ich weiß nicht, ob ich die bei dir gesehen habe, als du die bekommen hast. Ich habe die bei AliExpress schon ganz oft gesehen, aber ich wusste nicht, dass die so niedlich sind. Oh mein Gott, guckt mal. Die ist winzig klein. Ach, wie süß. Oh, voll niedlich. Und schön, dass du da oben blaue Steine, oben und unten einen blauen Stein hingemacht hast. Das passt richtig gut, dass du das nochmal mit aufgegriffen hast. Voll süß. Oh. Boah, die haften echt gut, die Magnete. Richtig niedlich. Die ist so süß. Oh, danke schön. Das ist echt, das ist so richtig zuckersüß. Mag ich ja auch. Nein, kein Magnet. Selbstgemacht Nummer 3. Und damit auch das letzte Päckchen. Oh. Hey, na komm schon.
wo hast du diese ganzen tollen Tüten her? Die sind echt schön. Oh, geil. Ach, eine schöne Idee da, so eine Perlenkappe drunter zu setzen. Das ist ja geil hier mit dem Skelett. Ah, cool. Oh, genau mein Ding. Das finde ich, oh, der ist toll. Was für ein cooler Sticker. Und dann, ihr seht das gar nicht, ne? Da die Augäpfel und hier unten diese zwei Gläser und die Todesflasche. Und dann da oben die Kralle, die Hand des Todes. Richtig geil. Coole Sticker, wo hast du die her? Die sind ja voll toll. Und welche Form benutzt du? Die finde ich auch richtig gut. Ich habe noch keine schöne runde Form gefunden, die mir gefällt, aber die gefällt mir gut. Da hätte ich wohl bitte gerne einen Link zu. Super, mega schön. Ja, und eine richtig tolle feste Kette. Geil. Boah, Melli, du hast voll meinen Geschmack getroffen. Sowohl mit zuckersüß als auch mit Halloween. Sind die nicht schön? Boah, die sind voll toll. Jedes für sich ein Kunstwerk. Ich finde die Farben so schön und die Aufkleber und die... Boah, Melli, richtig, richtig geil. Ich danke dir. Voll schön. Ja, ich muss jetzt direkt rüber dackeln und das meinem Mann zeigen und meine schönen Schätze präsentieren. Oh. Ja, deins dauert noch ein bisschen. Ich habe da noch etwas fertigzustellen. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Ich denke aber, du wirst dich darüber freuen. Und das Warten wird sich dann gelohnt haben. Mega heißen Dank. Also richtig, ein richtig tolles Paket hast du mir hier zusammengestellt. Und ich freue mich total über die Nuvo Drops. Die werde ich auf jeden Fall gleich ausprobieren. Und die ganzen Planaren. Und ach, das ist das Highlight. Und die Wolle natürlich, ganz klar. Voll schön. Das Hellrosa ist auch schön. Ist das von diesen neuen Farben, die du dir irgendwann letztens mal geholt hattest? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist schon wieder so lange her. Letztens passt. Ach, ich sammle nur noch dummes Zeug. Ich bin happy und mega glücklich und ich freue mich sehr über unseren Tausch. Und ich bin gespannt, wenn es dann soweit ist und du mein Päckchen auspackst, was du denn dann wohl dazu zu sagen hast. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch was. Lasst euch nicht unterkriegen, richtet euer Krönchen und tanzt weiter. Tschüss!